Hi, das neue Jahr startet mit einem Krustenbraten und schaut euch mal diese Kruste an. Diesen Krustenbraten zusammen mit dem leckeren Sößchen habe ich auf dem Grill gemacht und wie das geht, das zeige ich euch in dieser Folge von Barbecue aus Rheinhessen. Viel Spaß dabei! Hier seht ihr die Zutaten, die ich für meinen Krustenbraten zur Vorbereitung benötige. Los geht es natürlich mit dem Fleisch. Das hier sind 1,5 Kilo Krustenbraten vom Kräuterschwein. Habe ich bei der Schwarzwälder bestellt. Link zum Fleisch findet ihr mal unten in der Videobeschreibung. Kräuterschweine, absolut fantastische Tiere. Habe ich ja mal ein Video darüber gemacht, wie sie so in ihrem Schweinhotel da rumwuseln. Richtig, richtig tolles Fleisch. Und das will ich eben heute vorbereiten. Den Krustenbraten gibt es also erst morgen. Wir lassen den über Nacht ziehen. Ich habe hier noch ein bisschen feines Salz und Bier, in das ich dann den Braten einlegen möchte. Und ich würde sagen, wir machen nicht länger rum. Wir legen los. So, ich starte damit, dass ich die Schwarte von dem Krustenbraten erstmal trocken tupfe. Und die gilt es jetzt einzuritzen. Dafür empfiehlt sich entweder ein brutal scharfes Messer oder die Schwarte vorzukochen oder eben ein solches Teppichmesser. Und jetzt ritzen wir die Schwarte ein. Einfach den Fettdeckel schön einschneiden. Aufpassen, dass sie nicht zu tief kommt, dass sie also nicht bis ins Fleisch vorschneidet. Das muss nicht sein. So, und wenn wir dann die Längsschnitte haben, machen wir jetzt noch hier. Es braucht gar nicht ganz so fein geschnitten sein, dass wir da schöne Krustenblöcke kriegen und dass wir ihn dann auch später leichter aufschneiden können. Deswegen mache ich das auch diesmal nicht schräg. Sonst habe ich ja gerne mal Rautenmuster gemacht oder dergleichen. Ich hatte das schon mal gesagt in dem Video, ihr könnt da also solche Quadrate machen, ihr könnt Rauten machen, ihr könnt Kornkreise zeichnen, was immer ihr möchtet. Ich spiele halt mit dem Essen nicht rum, deswegen machen wir es heute einfach mal so. Und wenn dann das Ganze eingeritzt ist, ich denke, das kann man ganz gut sehen, ne, dann kommt jetzt das feine Salz zum Einsatz und kommt auf die Schwarte drauf. Und wird richtig schön reingerieben. Gerne das Ganze dabei auch ein bisschen auseinanderziehen. So, perfekt. Der Krustenbraten ist vorbereitet. Jetzt habe ich hier eine Schale, die so ungefähr so groß ist wie der Krustenbraten. Und da hinein gebe ich jetzt das Weißbier. Und dann nehme ich mir den Krustenbraten und setze ihn in das Bier hinein. Wichtig ist, dass die Schwarte nicht im Bier liegt. Das tut sie nicht. Und so stelle ich das Ganze jetzt über Nacht in den Kühlschrank. Ich werde es nicht abdecken. Ich möchte, dass mein Kühlschrank hat so eine Belüftung innen drin. Ich möchte gerne, dass diese Schwarte die Möglichkeit bekommt, anzutrocknen. Umso krosser werden wir sie später dann auch bekommen. Also von daher wandert das Ganze jetzt so, wie es ist, in den Kühlschrank. Und wir sehen uns morgen wieder. So, als allererstes befüllen wir mal das Eck mit neuer Kohle. Dann starte ich die Kohle mit meinem Luftleiter. So, Kohle ist entzündet. Dann setze ich den Grillrost ein, denn ich möchte ja später eine Topfschale unten drunter stellen, damit uns von dem Krustenbraten nicht alles in den Grill läuft. Dann machen wir jetzt den Deckel zu und lassen das Eck auf 170 Grad vorheizen. So, das Big Queen Egg heizt vor. Hier habe ich meinen Krustenbraten, den wir gestern Abend eingelegt haben. Und man sieht richtig schön an der Haut, die ist so richtig schön leicht angetrocknet. Das ist genau das, was wir haben wollen. Jetzt geht es darum, dass wir das Ganze aus der Schale rausheben und natürlich dabei nach Möglichkeit wenig Feuchtigkeit an die Schwarte kommt. Das Bier, was ich hier in der Schale habe, das kippe ich nicht weg. Das werden wir noch brauchen, zumindest ein Teil davon. Jetzt werde ich jetzt erstmal hier oben das Salz von der Schwarte runterreiben und auf der Rückseite den Braten trocken tupfen. Dann habe ich jetzt hier meine Gewürze. Ein halber Teelöffel Kreuzkümmel, ein ganzer Teelöffel Oregano, halber Teelöffel Pfeffer, ganzer Teelöffel Knoblauchpulver und zwei Teelöffel Salz. Das ist die Gewürzmischung, mit der ich das Fleisch gerne würzen möchte. Also nicht die Schwarte, sondern das Fleisch. Ich habe mich da bewusst gegen eine Mischung mit Paprika entschieden, denn wir wollen ja im späteren Verlauf die Kruste ordentlich aufploppen lassen. Und wenn ihr da eine Gewürzmischung mit Paprika und Zucker habt, der Zucker verbrennt, der Paprika wird schwarz. Ihr habt das eventuell schon mal bei einem Rollbraten
oder dergleichen von mir gesehen, wo das gerne mal passiert. Deswegen wollen wir das auf jeden Fall vermeiden. So, und jetzt wird eben die Rückseite, also die Fleischseite des Krustenbratens gewürzt. Reiben das richtig schön ein. Wie gesagt, die Schwartenseite bekommt von der Gewürzmischung so nichts ab. Wir möchten, dass die Schwarte ungewürzt, beziehungsweise ist ja gesalzen, und das soll alles sein, was an der Schwarte mit dran ist. So, wunderbar. Dann habe ich den Krustenbraten jetzt soweit vorbereitet. Wir lassen die Gewürze kurz anziehen. Und in der Zwischenzeit habe ich hier zwei Gemüsezwiebeln. Die bilden den Bestandteil meiner Soße, die ich dazu machen möchte. Wir haben also noch etwas von dem Bier. Ein bisschen was davon werde ich wegtun. Den Rest bleibt in dieser Schale drin. Nehmen wir als Tropfschale. Es tropft also das Fett von dem Braten in die Schale rein, zu den Zwiebeln mit dazu. Das Ganze dicken wir dann am Ende an, kriegen dann ein richtig leckeres Sößchen für unseren Braten. Bei den Zwiebeln muss ich mir, was das Kleinschneiden betrifft, nicht wirklich große Mühe geben. Die werden ja dann in der Soße eh zusammenfallen. Wir schneiden sie jetzt einfach mal ein bisschen grob klein. Dann gieße ich jetzt das Bier. Gieße ich mir jetzt ab. Mal gerade schauen. Etwas davon ist ins Fleisch eingezogen. So, jetzt habe ich also hier meine Schale. In die kommen die Zwiebeln. Mit dazu gebe ich einen kleinen Spritzer, nicht viel, nur ein bisschen für den Anfang. Wir kriegen ja später das Fett von dem Braten. Aber so ein klein bisschen Öl hilft dem Ganzen, dass die Zwiebeln eben eher anbraten, anstatt zu verbrennen. Und gut, dann können wir jetzt den Braten auf den Spieß zwirbeln. Dann schnappe ich mir jetzt meinen Spieß. Und ich möchte den Braten nach Möglichkeit so ein bisschen, seht ihr das, dass ich den so ein bisschen krumm mache, damit ich den hier auf den Spieß drauf krieg, zum einen, und zum anderen, dass die Zinken hier nach Möglichkeit nicht in die Schwarte stechen. Seht ihr das? So möchte ich es gerne haben. Schauen wir mal, dass wir das auf der anderen Seite auch so hinkriegen. So, dann ist er also jetzt auf dem Spieß drauf. Eine kleine Unwucht haben wir, aber das ist vollkommen okay. Das kann der Motor vom Drehspieß ausgleichen. Temperaturkontrolle übernimmt wie immer meine Mieternadel. Die stechen wir jetzt hier an der Seite ins Fleisch hinein. Und damit ist der Braten fertig vorbereitet und kann jetzt auf meinen vorgeheizten Grill. So, mein Big Green Egg ist auf 200 Grad aktuell vorgeheizt. Das geht aber gleich von der Temperatur runter, wenn wir dann das alles drauf haben. Ich stelle jetzt die Tropfschale, beziehungsweise die Schale mit den Zwiebeln unten in den Grill rein. Schnappe mir den Drehspieß, setze ihn ein, dann machen wir den Motor an. Wunderbar. Und dann lassen wir das Ganze jetzt eine Runde drehen. Wie gesagt, Temperatur im Grill 175 Grad wäre schick. Und dann machen wir den Deckel zu und verraten dem Mieter noch, was wir vorhaben. So, dann wollen wir die Mieter natürlich noch verraten, was wir vorhaben. 7 Grad im Kern haben wir, außen 80 Grad steigend. So, wir machen Schweinefleisch, wir machen definitiv einen Braten. Wir haben ein Stück aus dem Schinken, aus dem Hinterschinken. 63 Grad steckt davor, das ist schon sehr, sehr gut. 66 Grad wäre meine Zieltemperatur, die ich haben möchte. Wir gehen mal auf, wir machen das mit den 66 Grad. Wichtig ist halt, dass wir halt vorher dann das noch entsprechend dann die Kruste aufpoppen. Er sagt mir hier, wo er gerne das Thermometer haben möchte. Das ist übrigens auch ein cooler Hinweis. Und dann sagen wir mal Beginn. Und Ladestation, ja, vollkommen richtig, die sollte in der Nähe des Grills liegen. Ich habe über Weihnachten Bilder gesehen von Leuten, die diese Ladestation mit da drin genommen haben und sich dann aufgeregt haben, dass der Mieter keine Reichweite hätte. Die Reichweite kommt durch diesen Block, die also in der Nähe des Grills aufbewahren. Brauchen wir nicht mehr zeigen, die Nachricht. Und ich würde sagen, ab geht's. Knappe 20 Minuten später machen wir einmal auf. Am Braten hat sich natürlich jetzt noch nicht viel getan, aber es geht jetzt darum, dass wir unser Bier hier in die Schale geben. Damit uns die Zwiebeln nicht verbrennen. Ihr habt gesehen, die Zwiebeln haben schon ein klein wenig Farbe gekriegt. Verbrannt sind sie nicht, das ist wichtig. Und jetzt haben wir genug Flüssigkeit in der Schale drin. Die kann jetzt aufkochen, die Zwiebeln schön weich kochen. Es gibt ein lecker Süßchen. Und wenn dann das Fett von der Schwarte noch da oben drauf kloppt, das wird richtig gut. So, 1,5 Stunden sind inzwischen rum. Kerntemperatur sind 53 Grad, 17 Minuten verbleibend, sagt der Mieter. Wir schauen mal rein. Aufgeploppt ist da noch nichts, das ist klar, bei einer Temperatur bei um die 175 Grad passiert da sehr wenig. Das werden wir jetzt ändern.
Ich reiße jetzt mal unten die Lüfter auf und wir machen oben den Deckelschieber auf, dass wir da richtig Temperatur kriegen. 250 bis 275 Grad möchte ich gerne im Grill haben. Und dann machen wir mal Deckel zu und lassen die Schwarte aufploppen. So, der Grill läuft jetzt auf 250 Grad. Ich nehme jetzt mal hier unten die Tropfschale raus. Und dann lassen wir den Braten jetzt über der Glut aufpoppen. So, Freunde, 1 Stunde 46 ist vergangen. Die Mieternadel sagt, wir sollen das Fleisch vom Grill runternehmen. Und wir schauen uns das Ganze einmal an. So sieht die Kruste, so sieht die Kruste bis jetzt aus. Ich glaube, das sieht sehr, sehr gut aus. Ich schnappe mir jetzt ein paar Handschuhe. Und dann nehmen wir den Braten vom Grill runter. Oh, schaut mal her, großartig. Ich bin aber noch nicht ganz fertig. Ich habe jetzt ja hier immer noch die Schale mit der Flüssigkeit drin. Und die möchte ich jetzt eben noch kurz aufkochen und natürlich auch ein bisschen abbinden. Dafür habe ich mir hier etwas Stärke in Wasser aufgelöst. Die gebe ich jetzt da dran. Rühre das Ganze kurz durch. Und lasse das kurz im Grill jetzt aufkochen, während unser Braten ruht. So, der Braten hat gleich fertig geruht. Das Süßchen ist auch fertig. Schaut mal rein. Das sieht richtig gut aus. Das bisschen an Stärke hat geholfen, das wunderbar abzubinden, dass wir da eine schöne Soße draus haben. Die kann ich jetzt vom Grill runternehmen. Und dann können wir den Krustenbraten anschneiden. So, liebe Leute, die Wartezeit ist vorbei. Wir können die Klammern lösen und unseren Krustenbraten befreien. Süßchen steht hier an der Seite. Schaut euch diese Kruste an. Die sieht einfach verboten gut aus. Die Mieternadel nehme ich dann auch raus. Und dann liegt er hier, der Krustenbraten. Sieht unfassbar gut aus. Und ich würde sagen, wir nehmen uns das Messer und schneiden ihn mal an. Ach ja, die Kruste. Achtung. Ja, ich denke, das kann man so machen. Und dann mal Anschnitt, Freunde. Das sieht fantastisch aus. Nehmen wir vielleicht noch gerade eine Ecke, wo nicht unbedingt die Mieternadel drin war. So schaut das Ganze dann aus. Oh, davon möchte ich mir jetzt auf jeden Fall mal eine Tranche abschneiden. Und so schaut der Krustenbraten dann fertig angerichtet aus mit der leckeren Zwiebelsoße. Ach, die Kruste ist einfach unfassbar. Und ich denke, wir machen nicht länger rum. Jetzt wird probiert. So, ich habe hier einen Löffel mit dem Krustenbraten und etwas von der Soße und ich sage sehr zum Wohl. Habt ihr es krachen hören? Oh, Leute, die Kruste ist perfekt geworden. Ich knusper nochmal nach. Das Fleisch ist super saftig. Der Geschmack vom Kräuterschwein. Das Fleisch ist super saftig. Es ist nicht überwürzt. Es ist genau richtig. Und dann in Verbindung mit dieser Soße, es ist ein ganz leichter Biergeschmack, nur wir haben die Zwiebeln. Wir haben das Fett, was in das Fleisch reingetropft ist. Leute, dieser Krustenbraten ist der absolute Kracher und den solltet ihr auf jeden Fall mal nachmachen. Den Link zum Fleisch findet ihr unten in der Videobeschreibung. Schaut euch das auf jeden Fall mal an. Ist tatsächlich von den Zutaten her wirklich überschaubar, aber richtig, richtig lecker. Solltet ihr auf jeden Fall nachmachen, da wünsche ich euch ganz viel Spaß dabei und ich hoffe, ihr habt viel Spaß bei dem Video. Wenn dem so ist, freue ich mich wie immer über einen Daumen nach oben und freue mich einen Kommentar. Solltet ihr noch keine Abonnenten meines Kanals sein. Hier unten könnt ihr das gerne auf kostenfreie Ehrengriller-Basis ändern, das würde mich sehr freuen. Ansonsten, wer bei Instagram ist, der hat von diesem Krustenbraten eine Insta-Story gesehen. Schaut also gerne bei Instagram bei Barbecue aus Rheinhessen vorbei, da seid ihr einfach immer näher dran. Da gibt es immer kleine Videos vom Dreh. Lohnt sich also da mal vorbeizuschauen. Das war's für dieses Mal. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ganz viel Spaß beim Nachmachen. Macht's gut, euer Jörn von Barbecue aus Rheinhessen. Bis dann.